Meine lieben Hexen und Zauberer, der Countdown zu Hogwarts Legacy hat begonnen, denn in 2,5 Wochen ist es schon soweit und die ersten von uns können endlich das Game zocken. Im Rahmen dessen, also dieses Countdowns sage ich jetzt einfach mal, wurden die magischen Mittwoche, ich habe mir noch nie Gedanken gemacht, wie die Mehrzahl von Mittwoch ist, aber ja, es sind Mittwoche, ins Leben gerufen. Das heißt, jeden Mittwoch seit dieser Woche werden Überraschungen, Giveaways und Preise zur Verlosung zur Verfügung stehen, auch für uns in Deutschland. Und die sehen gar nicht so schlecht aus, zumindest schon mal der erste Preis. Mal gucken, was es noch so alles geben wird. Am Mittwoch wurde dann ebenfalls im Zuge dieses magischen Mittwochs ein neuer Trailer released, der ziemlich nice aussieht. Das ist zwar nur ein reiner Cinematic-Trailer, aber ich könnte mir vorstellen, dass jetzt so jeden magischen Mittwoch uns irgendwie so ein neues Video vielleicht geben oder neuen Content, mehr Informationen, einfach, ja, um uns diese Wartezeit so ein bisschen zu versüßen. Und lass uns mal einen Blick jetzt auf diese Gewinnspielseite werfen, denn der erste Preis hat schon direkt in sich und da solltet ihr auf jeden Fall mitmachen, denn es kostet halt einfach nichts damit zu machen und vielleicht habt ihr ja Glück und gewinnt einen dieser Preise. Das ist die bereits angesprochene Gewinnspielseite des magischen Mittwochs. Es hat ein bisschen gedauert, bis ich die deutsche Version gefunden habe, denn ich hatte eine englische, also aus England, und eine amerikanische Version. Da sind sogar andere Preise, die man dort gewinnen kann. Für Deutschland gibt es ein komplett eigenes Gewinnspiel. Und wie gesagt, den Link, den haue ich euch in die Beschreibung des Videos natürlich, also schaut da einfach nach, wenn ihr den haben möchtet. Ihr könnt hier bei Land auch wirklich nur Deutschland auswählen. Also ich habe keine Version für Österreich und die Schweiz als Beispiel gefunden. Also die scheinen leer auszugehen, wie es aussieht, denn wie gesagt, in deutscher Sprache habe ich nur diese gefunden. Und die Preise, die es gibt, aktuell geht es um die PS5 mit einer Hogwarts Legacy Collector's Edition und es sieht aus wie eine PS5 mit einem Laufwerk. Auch nicht verkehrt. Die nächsten Preise werden jetzt halt über die nächsten 3 Wochen, also jeden Mittwoch kommt ein Preis mit dazu und ihr müsst euch halt auch nur einmal anmelden. Das heißt, euer Name wird einmal in den Topf geworfen und dann, ja, halt für wahrscheinlich für alle Preise dann immer wieder aufs Neue ausgewählt. Probiert euer Glück, probiert es aus. Ich drücke euch die Daumen, dass ihr da irgendwas abstauben könnt. Und ja, schauen wir einfach mal, was die nächsten Preise sein werden, wenn die jetzt schon mit einer PS5 und einer Collector's Edition von dem Game anfangen, noch nicht mal einfach nur ein Game, sondern direkt Collectors und Konsole, bin ich wirklich gespannt, was jetzt noch die nächsten Wochen an Preisen dazu kommen. Könnten ein paar nice Dinger sein. Und ja, neben dem Trailer, den ich schon angesprochen habe, bin ich mal gespannt, welchen Content die uns noch im Rahmen der nächsten Wochen zeigen, auf dem Weg zum Release. Wenn ihr Bock habt, entweder ihr guckt jetzt nichts jede Woche da selber rein, ansonsten lasst gerne ein Abo hier auf dem Kanal da. Ich werde versuchen, euch jede Woche irgendwie ein Update zu geben über die Neuigkeiten, die es so im Rahmen des Spiels gab, im Verlauf der Woche, damit ihr einfach perfekt informiert seid zu allem, was ihr irgendwie wissen müsst oder was für Neuigkeiten es gibt und so weiter. Damit ihr sowas halt einfach nicht verpasst, würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr vorbeischaut. Ansonsten schaut auch in den Streams vorbei, denn ab dem Release des Games werden wir das Game live on Stream spielen. Es wird ein paar Giveaways geben. Ich denke mir da ein bisschen noch was aus, dass wir einfach das ein bisschen schön gestalten, dass es für uns eine kleine Release-Party wird für das Game. Also schaut doch gerne auf dem Twitch-Kanal vorbei, auch ohne Hogwarts Legacy. Ich würde mich natürlich freuen, euch dort begrüßen zu dürfen. Lasst auf jeden Fall ein Hallo im Chat da, wenn ihr da seid, damit ich euch begrüßen kann. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns ansonsten hier im nächsten Video. Bis dahin, macht's gut.